Es geht weder vor noch zurück. Aber dieses Stauvideo geht in den sozialen Medien gerade komplett durch die Decke. Darauf zu sehen, eine Schlange von Autos auf einer schmalen Uferstraße am Gardasee. Soweit nichts Besonderes, aber ein entgegenkommender SUV ist zu breit für die schmale Straße und es kommt, wie es kommen musste. Niemand kommt mehr vorbei. Die Strada della Fora ist vor allem aus dem Film Ein Quantum Trost bekannt und wird deshalb auch als James-Bond-Straße bezeichnet. Sie ist an einigen Stellen so eng, dass sie tagsüber nur als Einbahnstraße zu befahren ist. Doch von 19 bis 10 Uhr ist die Straße in beiden Richtungen befahrbar und das sieht dann eben so aus. Halt eine ordentliche Herausforderung für jeden Autofahrer und wahrscheinlich auch für James Bond selbst. Das Stauvideo geht viral und hat bereits über 18 Millionen Staufreunde gesammelt. Wie die Situation aufgelöst wurde, wird in einem weiteren Video gezeigt. Wer also die spektakuläre Strada della Fora genießen will, sollte das wohl eher tagsüber tun. Also wenn die Straße als Einbahnstraße zu befahren ist, dann kann man auch den Ausblick genießen und nicht die liegen gebliebene Blechlawine.